Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute mache ich was komplett Bescheuertes. Ich bin heute Morgen schon um 4 Uhr aufgestanden, um hier an den Kochelsee zu fahren und habe da auch ein paar Aufnahmen gemacht und kann euch auch hier das Video dazu zeigen. Ich habe da am See unten ein paar Aufnahmen vom Steg, dem See und den Bergen im Hintergrund gemacht und habe verschiedene Objektive ausprobiert. So, das war heute Morgen um 4 Uhr. Wie gesagt, gestartet mit wenig Schlaf. Allerdings war das Wetter nicht so prickelnd, also ich habe kein so richtig geiles Foto heute zustande bekommen. Und das hat mich so gefuchst und so aufgeregt, dass ich jetzt mitten in der Nacht nochmal hierher gefahren bin, wieder eine Stunde Auto gefahren. Und ich werde jetzt hier hoch auf den Herzogstand laufen. Völlig entkräftet und übermüdet geht es jetzt da hoch, total wahnsinnig, wirklich. Das sind jetzt 1000 Höhenmeter, die ich jetzt mit meinem schweren Kamerarucksack versuche einfach zu bewältigen. Der wiegt bestimmt 10, 11 Kilo, schätze ich mal. Ziehe mir jetzt die Wanderschuhe an und hoffe da, dass ich jetzt in 2,5 Stunden oben bin. Begleitet mich, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich es bis ganz nach oben schaffe, um dann da oben die Milchstraße zu fotografieren. Ich war noch nie da oben. Ich habe eine Stirnlampe dabei und mein Handy als Licht. Aufgeladen ist alles, Ersatzbatterien für die Stirnlampe habe ich auch dabei. Ich denke mal, ich werde niemanden antreffen auf dem Weg da hoch, auf den Herzogstand. Und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Ich habe mir jetzt auch keine schwere Tour irgendwie ausgesucht, sondern es geht eigentlich so eine breite Schotterstraße da hoch. Aber der Anstieg ist halt extrem schwierig für mich, weil ich eben mit schwerem Equipment und keinem Schlaf unterwegs bin. Also, gehen wir es an. Und ja, schauen wir mal, ob ich oben heute ankomme. Schon echt ein komisches Gefühl, hier in der Dunkelheit alleine auf den Berg hoch zu laufen. Die Geräusche sind wieder mal geil. Kann ich halt überhaupt nicht einordnen, was das gerade hier ist. Aber mei, was soll schon sein. Stockdunkel, man sieht nichts. Die Stirnlampe, die ist gut, aber ein bisschen mehr Licht wäre auch gut. So Leute, ich bin jetzt eine Stunde unterwegs. Trotz der Müdigkeit bin ich irgendwie hellwach. Mein Körper ist komplett hochgefahren, bin konzentriert, hat wahrscheinlich genug Adrenalin gerade drin, weil man muss doch aufpassen, obwohl es jetzt nur so eine Schotterstraße ist. Weiß nicht, ist man irgendwie wach und schaut, dass man auf dem Weg bleibt. Boah, also es ist anstrengender, als ich dachte, wirklich. Also mir steckt es jetzt schon ganz schön in den Knochen, aber ich gebe alles, um heute noch oben anzukommen. Wir haben jetzt, wie viel haben wir jetzt? 23.15 Uhr, also wirklich gut eine Stunde gelaufen. Im Radio haben sie schon gesagt, sternklare Nacht, finde ich cool. Allerdings sind immer wieder Wetterleuchten oder Blitze in der Ferne zu sehen. Macht mir ein bisschen Schiss, aber mei, es wird mich hier hoffentlich nicht erwischen, weil wenn man einfach jetzt nur geradeaus hochschaut, ist einfach wunderschön. Also man sieht die Sterne mit bloßem Auge so gut. Und da hoffe ich mir jetzt dann nachher oben am Berg ein schönes Milchstraßenfoto. Und zwar mal komplett die ganze Milchstraße aufzunehmen mit dem Weitwinkelobjektiv. Ich muss mit meinem Wasservorrat ein bisschen sparsam umgehen. Ich habe zwei Kameras dabei, zwei Stative, verschiedene Objektive, ein zweites T-Shirt, Licht. Da habe ich jetzt ein bisschen am Wasser gespart. Aber ja, muss reichen und ich freue mich jetzt schon irgendwann oben anzukommen. 1,25 Stunden wird es noch locker dauern. Ich muss jetzt auch ein bisschen Tritt rausnehmen, weil ich merke echt, es geht auf die Muskeln. Weiter geht's, begleitet mich nach oben. Ich ziehe es durch.
Ja, hier kann man auch hochfahren, ne? Der Weg hier hoch war jetzt eigentlich nur eine reine Schotterpiste, die einfach steil bergauf ging. Also es ist in 2 Stunden ganz gut zu schaffen, auch mit schwerem Gepäck. Man muss halt ein bisschen fit sein. Also die Wege sind ja auch einigermaßen gut ausgebaut. Selbst jetzt hoch zum Gipfel kann man sicher hier langlaufen. Man muss halt nur ein bisschen schwindelfrei sein. Aber das gehört alle dazu in den Bergen. Jetzt habe ich es hoch zum Gipfel geschafft. Zuerst habe ich mich ein bisschen verlaufen, bin zum Gipfelkreuz gelaufen, aber ich habe eigentlich diesen Pavillon hier oben am Herzogstand gesucht, weil von Pavillon aus hat man einen super schönen Blick, schönen Rundumblick. Und die Milchstraße, die ist jetzt hinter mir aufgegangen und man sieht auch den Walchensee direkt links unter der Milchstraße. Und jetzt gilt es eigentlich für mich nur noch das entscheidende Foto zu machen. Das dauert jetzt 20 Sekunden und dann kann ich gleich wieder runterlaufen. Und hier ist es so unheimlich dunkel, dass die Milchstraße schon mit freiem Auge richtig schön zur Geltung kommt. Und die könnt ihr einfach so schon sehen. Also bei sternklarer Nacht ist es einfach der Hammer, hier oben zu sein. Ich rede jetzt absichtlich auch so leise, weil hier schlafen Leute mit Schlafsäcken. Und da habe ich jetzt auch kein Videolicht angemacht, um einfach ein bisschen Rücksicht hier auf die Bergsteiger zu nehmen oder die Leute, die hier oben schlafen. So, das eigentliche Bild, das mache ich jetzt mit meiner Sony A7 III Kamera und zuerst jetzt mal mit dem Samyang Objektiv. Ich habe das 14mm Samyang, die Autofokus-Version dabei mit der 2.8er Blende. Aber wenn man Sterne fotografiert oder Milchstraße, kann man den Autofokus eh vergessen und man muss manuell fokussieren. Und weil es so dunkel hier ist, muss ich wirklich auf ISO 4000 gehen bei dem Objektiv. Und die maximale Belichtungszeit ist jetzt bei der Sternfotografie, bei dem Objektiv 20 Sekunden. Wenn ich länger belichten würde, dann hätte ich Strichspuren am Himmel und keine Sternpunkte. Ja, jetzt richte ich die Kamera aus, mache das Foto. Und ja, dann vielleicht nehme ich da nochmal das 35mm Objektiv. Das hat nämlich eine 1,4er Blende, macht da vielleicht auch nochmal ein Panorama. Aber ich kann jetzt schon sagen, es hat sich echt gelohnt, hier hochzukommen, auch wenn ich fast 3 Stunden gebraucht habe, hier mit einem schweren Kamerarucksack. Aber es ist richtig geil. Einen Fotografen habe ich hier oben jetzt hier um 2 Uhr in der Nacht auch noch getroffen. Er steht neben mir, das ist cool, da ist man nicht ganz so alleine. Und der Weg hierher ging jetzt wirklich mit Kamerarucksack, also man muss aber trotzdem auf dem letzten Stück echt trittsicher sein. Begegnet sind mir unterwegs eigentlich nur Rehe. Gott sei Dank nur Rehe. So, jetzt mache ich das Bild und dann haue ich ab. Die Feineinstellungen sind gemacht. 2,8er Blende, 20 Sekunden Belichtungszeit, ISO 4000 und go for it. Auslöseverzögerung ist drin. Und die Objektivstabilisierung habe ich auch rausgenommen. Boom. Oh, ist das kalt.
Ja, die Milchstraße ist im Kasten. Ich habe jetzt sogar noch mal ein Panorama aufgenommen mit dem 35 mm Objektiv, mit dem 1.4er von Sony. Und ich bin richtig, richtig happy jetzt über die Ergebnisse. So, durchgefroren bin ich auch. Ich habe jetzt die Kälte hier oben auf dem Gipfel wirklich auch etwas unterschätzt. Jetzt schauen wir mal auf die Uhr. 2.30 Uhr, Leute. 2.30 Uhr, also das war jetzt echt eine 4-Stunden-Aktion. Hier hochlaufen, Fotos machen und jetzt geht es nochmal 2 Stunden runter. 1 Stunde mit dem Auto heim. Oh mein Gott, der Tag morgen wird geil. Aber die Bilder sind geil und für mich hat es sich jetzt echt gelohnt. Also, vielen Dank fürs Dranbleiben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich Peace out. Heute vom Herzogstand, euer Sigi. Gute Nacht.